Na, hallo zusammen und willkommen zurück bei Far Cry New Dawn. Ja, es ist soweit. Wir nehmen wieder auf, die zweite Aufnahme, und ich freue mich riesig, ganz ehrlich. Far Cry ist gleichzeitig mit einem anderen Spiel rausgekommen, ne? Metro Exodus. Das spiele ich parallel, aber trotzdem habe ich jetzt nach den ersten beiden Aufnahmen von Metro wieder richtig Lust gehabt auf Far Cry. Ja, nach dem Spielstarten kam diese Meldung hier. Willkommen zurück. Danke, dass du Far Cry New Dawn spielst. Glückwunsch, du hast eine exklusive Belohnung oder auch mehrere im Spiel freigeschaltet. Sieh dir an, was du freigeschaltet hast und entdecke noch mehr Vorteile für Far Cry New Dawn. Du kannst jetzt auf den Koop-Modus und den Ubisoft Club mit seinen Herausforderungen, Abzeichen, Belohnungen und viel mehr zugreifen. Heute ist übrigens der erste schöne Tag in diesem Jahr. Das sage ich mal so ganz pauschal. Voll geiles Wetter, perfekt um Panoramadach bei meinem Auto aufzumachen. Wunderschön. Ich war auch gerade über eine Stunde draußen, ein bisschen das Wetter genießen. Das heißt was, samstags für mich rausgehen und nicht aufzunehmen, das heißt schon was. Und ja, deshalb habe ich auch das Fenster offen. Wundert euch nicht, wenn ihr hier und da vielleicht ein paar Autos hört. Ich mache mal sogar noch hier das Rollo hoch. Dann habe ich hier... Oh, jetzt habe ich hier richtig schön Tageslicht drin. Wunderschön. Blauer Himmel mit so einem ganz leichten weißen Dunst, aber wunderschön. Okay, wir gehen mal zum Ubisoft Club, oder? Wir gehen mal zum Ubisoft Club. Vielleicht können wir da schon ein paar Belohnungen freischalten. Ich habe ja ganz viele von diesen Ubisoft Points, das wisst ihr ja inzwischen. Ihr seht das schon, ne, da zweite von rechts, Assassin's Creed Odyssey. Belohnungen. Statistiken, Belohnungen, gucken wir mal. Bauplan für den Buggy. Wie viele Punkte habe ich? 2000. Schaufel Optimismus. Far Cry 5 abschließen. Ah, jetzt wird's gemein. Sprengstoffpaket. Überlebenspaket. Witch. Okay, die würden wir so auch bekommen. Also hätten wir quasi nur die Schaufel und den Buggy-Plan. Gut, dann machen wir eben die beiden Sachen. Relativ wenig, ne? Finde ich irgendwie ein bisschen schade. Na gut. Na gut. Belohnung erhalten, Schaufel, Optimismus. Und den Buggy-Bauplan hoffentlich auch. Kostbeliebte Charaktere, Bilder, Fanarts und vieles mehr. Was passiert hier? Okay, da öffnet sich der Browser. Wir gehen mal in den Shop. Waffen, kaufe Prestige-Waffen. Das ist wahrscheinlich... ...250. Die sieht auch geil aus, ne? Curved Bogen, Blood Dragon. Einhornflammenwerfer, ich glaub's nicht. Okay. Was ist das denn? Achso, so ein Weltraumding. Haha, was? Du hast jedes Mal die Chance, diesen Gegenstand zu erhalten, wenn du den Außenposten die alte Schmiede befreist. Das hier mit Drop-Wahrscheinlichkeit oder was? Ich sehe jetzt echt eine ganze Ritterrüstung. Tatsache, das ist ja lustig. Das ist auch geil. Wenn du die Expedition zur ISS-Absturzstelle... Really? Die ISS ist abgestürzt in dem Spiel. Das ist ja übelst grausam.
das ist schon lustig. Fahrzeuge. Die kennen wir ja schon, ne? Oder kennen wir das ja schon? OP Blood Dragon, ja, ne? Ja. Okay, genug angeguckt. Wir gehen ins Spiel. Mein Gott. Boah, ich sitze so gemütlich auf meinem Schreibtischstuhl. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Richtig schön nach hinten. Nach hinten geklappt. Und mal gucken, ob ich gleich noch von meinem Headset auf meine gemütlichen Kopfhörer wechsle. Ach, es ist jetzt mal ganz gemütlich hier. Ach ja. Ja. Ich habe übrigens mal so geguckt, irgendwie so bewertungstechnisch im Internet, jetzt von Benutzern selber. Habe ich auch gar nicht so viel gefunden zu dem Spiel. Bei Amazon zum Beispiel. Das ist ganz merkwürdig. Gut, genau. Wir waren ja gerade hier und haben die gute Kirche erobert. Neuer Tierbau entdeckt. Wilder Hung, Hund. Wilder Hung wollte ich schon sagen, was ist denn das hier? Schnellreise, okay. Wir wollten uns aber eigentlich hier unseren guten Bean mal angucken, ne? Aber jetzt hat natürlich diese... Ja, streng genommen hat sie auch recht, ne? Ich muss mal kurz hier Chat auf meinem zweiten Monitor Chat und Aufnahmeplatte tauschen, dann sehe ich euch nämlich auch. So, streng genommen hat sie ja recht, ne? Eigentlich ist sie ja schon echt schuld, das kann man nicht anders sagen. Habe ich ihn echt getötet? Ich glaube, sie war das, ne? Die ist echt böse. Meine liebe Kamina Rai, du bist echt böse. Das sieht doch gut aus, oder? Fahre den Wagen nach Prosperity. Ist das automatisch markiert? Es ist automatisch markiert. Bin jetzt ja selber auch Autofahrer, daher professionell wie eh und je. War schon laut der Spielsound wieder, ne? Okay, jetzt ist das so Assassin's Creed. Boah, ist immer noch laut. Entschuldigen Sie bitte. Einmal vorbei. Ah, weg damit. Ich will es nicht mehr sehen. Okay. Können wir mal den Fahrweg ausmachen? Das finde ich ein bisschen übertrieben. Interface. Steueranzeigen aus. Ja. Also ein bisschen selbstständig will ich ja schon fahren, auch wenn ich den Weg wahrscheinlich oft nicht finden werde. Fängt schon super an, ne? Ja, hier können wir auch lang fahren, es ist aber äußerst ungemütlich. Hallo! Ich fahre den noch kaputt, den Wagen, ne? Ich sag's euch. Egal, gebt mir mal ein paar... Reparieren liegt mir im Blut, schätze ich. Ja, brauchst du aber nicht. Ja, ich bin natürlich extra hier zwischen die Bäume gefahren, um dem Auto auszuweichen. Ladenbesitzer. Das ist ja wieder doof, ne? Also wenn ich das ausschalte, sehen wir auch auf der Karte keine Wegmarkierungen mehr. Na okay, dann müssen wir es anmachen. Das ist ja äußerst unpraktisch. Dass wir es nicht getrennt voneinander. Na gut. Okay, trotzdem jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich möchte eigentlich jetzt nicht mit dem Auto hier in ein Gefecht reinkommen. Dass wir da ein bisschen
Eieiei. Okay, ganz schön groß die Spielwelt, oder? Hab schon Schlimmeres erlebt. Mach ich denn jetzt? Für ein gutes Gefährt brauchen wir nur ein paar Materialien. Cool. Weißes Gold. Okay. Ist mein Buggy jetzt nicht wieder hier, oder wie läuft das jetzt? Vorne nicht möglich, schade. Ja. Wenn ich die jetzt baue, sind die dann immer da, oder? Wie läuft das? Will die jetzt nicht immer wieder bauen müssen? Vorne nicht möglich, weil der im Weg steht, oder was? Auf Rädern als zu Fuß. Hier in der Werkstatt gibt es Fahrzeuge, wenn du Güter vorbeibringst. Die Zwillinge haben ihre kleine Armee irgendwie... Boathaus. Ah, die Spielwelt ist natürlich auch voll geil, ne? Wir haben jetzt eigentlich voll viel zu entdecken. Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen sollen. Boathaus. Da ist noch ein Bootshaus da unten. Da ist so ein Baum. Da unten, guck mal, da ist einfach so ein Baum. Boah, was ist das denn? Elite-Gegner, oder? Ach du Scheiße. So, weg. Alter, der ist hundertprozentig zu stark für uns. Das war ziemlich knapp. Ja. Ich glaube, mit dem sollten wir uns noch nicht anlegen. Greift er mich denn aktiv an, wenn ich jetzt einfach nur rumstehe? Ja, ja, Pflanzen sind generell... ich nehme auch draußen, wenn ich irgendwo spazieren gehe, immer alle Pflanzen mit. Na pro, viel zu stark, Leute. Tschüss, tschüss. Ja, du musst gar nichts einstecken. Entschuldigung, lieber Hirsch, es tut mir leid. Oh, ist das schick? Mein Gott, das sieht so schick aus. Es sieht wirklich sehr schick aus, oder? Und einmal nachladen. Oh, ist das schön. Ach, ich sehe schon. Lass mich raten, die Levelbegrenzung ist das ultimative toxische Todesstrahlungsland. Ich sehe schon. Was ist das hier? Okay, das hatten wir auch schon mal. Und hier haben wir unser Bootshaus. Ach, wie schön ist das denn? Beute eintauschen. Ach so, nö. Ich finde, das Spiel wirkt, das hält einen nicht viel auf mit irgendwelchen blöden Verkaufsdingern oder sowas. Das Wasser ist so schön. Ich hoffe, unsere Seite behandelt dich gut. Den Highwayman scheint nicht sehr viel an. Ah ja, die Highwayman.
Denen so ziemlich alles egal. Je weiter wir Prosperity ausbauen, desto größer werden unsere Chancen, das alles zu überleben. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das wird doch nützlich sein. Jäger und Sammler. Mir fehlt gerade nur irgendwie ein Fahrzeug. Ich würde jetzt ein Boot nehmen, aber es ist ja auch nicht genau das, was wir wollen, oder? Ich glaube, der Quatsch ist aber auch wieder da. Also unser Quatsch ist wieder da. Wir gucken mal. Haben wir mal eben hier, haben uns mal eben in der Welt verloren. Das sieht aber auch wirklich sehr schön aus. Und ich schulde euch immer noch ein Far Cry 3 Projekt, oder? Wir müssen auf jeden Fall Far Cry 3 spielen, weil das ja der Ursprung all dieser Spiele hier war. Unser Auto gekauft habe oder hergestellt habe, das wäre sehr schön. Und ich sehe hier gerade, Prosperity hat scheinbar auch mehrere Eingänge, oder? Ist hier auch ein Eingang? Ja. Das ist ja schon mal sehr schön. Ah, und hier ist unser Helipad. Hier oben ist das. Selbstgebauter Helikopter, Retro-Metallrahmen-Helikopter, der Lämmergeier. Okay. Ich liebe meine Familie, aber manchmal ich einfach Abstand von ihnen. Das ist richtig genial, dass wir wirklich die Waffe wegstecken könnten. Wir sehen unsere Beine, es ist so cool. Oh, ist das schön. Mein Gott. Ja, man muss sich auch mal ein bisschen umgucken, oder? Also drängt mich jetzt nicht hier direkt weiterzumachen. Also es ist auf jeden Fall voll atmosphärisch umgesetzt. Kann ich nicht anders sagen. Eine sehr komische Postapokalypse dafür, dass nach 17 Jahren hier schon alles wieder so extrem blüht. Obwohl direkt daneben natürlich alles voll zerstört ist. Aber es wirkt halt einfach total... innovativ, kann man das sagen? Das war was anderes, ne? Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Schon gar nicht mit Unterstützung. Da was? Mal rein. Da war alles blöd gemacht. Also jetzt nicht in dem Sinne blöd, dass ich das Spiel kritisieren will, aber ich hab's blöd abgestellt. Ich meine, meine eigene Tat gerade. Egal, dann gehen wir zu Fuß. Weit ist es ja nicht, vielleicht sind wir unterwegs auch ein Fahrzeug, wir gucken mal. Eigentlich müsste ich hier nach echt Far Cry 5 spielen, oder? Das wäre eigentlich, glaube ich, sinnvoll. Es ist halt wirklich, ne, was anderes. Es fühlt sich, man hält sich nicht so viel auf. Ich denke jetzt direkt an Assassin's Creed Odyssey, wo ich gefühlt alle 2 Minuten irgendwo stehen bleiben musste. Oh, guck mal hier. Entschuldigung. War richtig schlecht. Oh. Hallo. Du hast hier schon ganz schön viel bewegt. Soll ich mal angefangen? Hätte man uns einfach in Ruhe gelassen, wäre alles super für uns gelaufen. Wir waren dabei, neue Häuser zu bauen. So viel bewegt haben können wir eigentlich nicht, oder? Du machst nur Ressourcen frei, ha? Genau. Aber es gibt auf jeden Fall überall was zu plündern. Du kannst hier heute gegen... Piep. Piep, bub, bub, piep. Piep, bub, bub, piep. Und überall können wir was sammeln. Ich merke schon. Ja, ich glaube auch. Ich hoffe. Dann macht das Ganze überhaupt Sinn. Okay. Wir sind da. Mein Gott. Aber ich glaube, es gehört in Far Cry immer dazu, oder? So ein bisschen durch die Gegend zu laufen. Ja, das macht man auch nicht. Nimm dir, was du kannst und wenn du kannst. Sogar der Himmel hat diese geilen Farbtöne.
Neuen Charakter entdeckt, Bean. Vicky Bean-ja. Hallo Bean. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich komme gleich zu dir, okay? Lass mich erstmal hier alles ein bisschen plündern. Oh, es ist aber auch alles schön gemacht. Ich finde, es sieht voll schön aus. Vorratslieferung entdeckt. Wo denn? Oh mein Gott, Bean, ich bin sofort wieder da. Meins, 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 das ist meins. Ich wechsle die Stellung. Ja, mach das. Ich bleib hier. Okay. Das haben wir geschafft, das haben wir geschafft. Moment mal. Okay, ich muss von der Lautstärke halt immer ein bisschen aufpassen, ne? Aber beim Schießen darf ich einfach nicht reden. So. Vor mit dem Reden gucken wir uns erstmal was um. Hier wurde irgendwas angepflanzt, das sind scheinbar Kartoffeln, oder? Ich war gerade dabei, euch zu sagen, wie schön alles eingerichtet ist. Ja, was machst du nur? Der Konflikt des Lebens. Oh, vielleicht hätte ich ihn damals nicht Wix-Unfall nennen sollen. Unfall? Ich frag mal nicht. Hey, ein Dokument. Bean, ich hab dich weggeschickt, weil ich in Wahrheit im Sterben liege und ich will, dass du den Scheiß mitbekommst. Du bist nicht bereit für sowas, aber irgendwann wirst du es sein. Du musst... finde eine neue Familie, mach dich nützlich. Leute werden dich beschützen, wenn du nützlich bist, mit Vicky, Bean, ihr und so. Es gibt so viel Zeug, was ich dir nicht mehr beigebracht habe, aber du schaffst das schon. Mach einfach weiter so, aber bitte verdammt nochmal niemanden... Aber bitte verdammt nochmal niemanden dein Papa zu sein, okay? Was? Aber bitte... Okay, da kann ich schreiben, glaube ich. Den gibt es nur einmal. Das war's dann wohl. Wir sehen uns, Papa. Okay. Und wen hat er jetzt genannt? Zwei von drei Panzertape, okay. Gib nicht auf. Wir das gefunden haben. Kann nicht sein, dass ich überall immer... alle Ressourcen finde, außer die letzten. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Da. Schön. So, Bean, da bist du ja. Was ist das da schon wieder für eine Markierung? Ich weset nicht. Es wird sich für dich lohnen, versprochen. Puh, Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibeanja, der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Wikibeanja, alles, was du wissen musst. Das Problem ist, Wikibeanja ist in Gefahr. Alle wichtigen Daten sind weg. Alle Karten, Infos, einfach alles. Und jetzt fehlt auch noch mein Businessplan. Aber ich weiß, wer mich in die Pfanne gehauen hat. Richard, mein Angestellter. Der Kerl ist spielsüchtig und lässt sich regelmäßig von diesen Highwaymen abziehen. Er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt, damit sie ihm den nicht sofort abnehmen. Die sind nicht besonders nett oder respektvoll. Wir sind nicht weit weg von dem Ort, wo er immer zockt. Wenn du ihn erschreckst, rennt er mit Sicherheit schnurstracks zu seinem Versteck. Und du weißt ja, meine Knie und meine Lunge und die Augen. Naja, egal.
Bitte hol meinen Businessplan zurück. Wenn du mir jetzt den Rücken wäschst, wasche ich dir später deinen. Großes Wikibinia-Ehrenwort. Na toll. Pechsträhne. Story-Mission. Okay. So, also. Wikibinia, der wird uns doch wahrscheinlich ein bisschen mit den Karten helfen, oder? Die Leute hier sind so nachbarschaftlich. Immer wenn ich erwähnte, dass mein Papa mal vorbeischaut, gaben sie mir alle Infos, die ich wollte. Jeder kannte ihn, den großen Mann mit den rostigen Äxten. Die haben sich mir gegenüber immer sofort geöffnet. Ja, warum nur? Wahrscheinlich war der Vater ein skrupelloser Killer. Okay, was sollen wir machen? Wir sollen Typen erschrecken. Das hört sich ja mal richtig lustig an. Pechsträhne, begib dich zur Farm. Aha. Okay, dann klaue ich mir das Auto hier, oder? So fahre ich auch immer. Ich weiß, dir schießt irgendwo jemand, aber das ist nicht unser Brot, oder? Ach, geht das nicht ein bisschen schneller? War doch schon ganz schnell. Du Dude! Warum war denn Unterhosen? Ich weiß es nicht. Ich werde hier fertig gemacht. Oh Gott, du musst irgendwas tun. Warum ist der in Unterhosen? Ich bin schwer verletzt. Stirbt die gerade? Toll. Zack, ist unser Begleiter zum ersten Mal gestorben, oder was? Wo ist denn dein Versteck? Willst du dir mein... Hilf mir! Oh Gott, bitte hilf mir! Bitte tu mir nichts, ich bin offensichtlich unbewaffnet. Offensichtlich, ja. Also, ich würde Richards niemals trauen. Hör mal, okay, ja, ich habe meine Klamotten beim Kartenspielen verloren, ha, ha, ha. Ich habe ein Problem, okay? Ich wusste ja nicht, dass es so schlimm wird. Ich war einer von Beans Speern und ich dachte, wo die Highwaymen doch so viel herumkommen, wären sie eine gute Informationsquelle. Sie sagten, wir spielen darum. Und auf einmal hatte ich Beans ganzen Krempel verloren. Das Einzige, was ich denen noch anbieten konnte, waren meine Klamotten und Beans Businessplan. Der Plan ist in meinem Geheimversteck, in einem kleinen Bunker hinter dem Hügel da. Ich schwöre, ich zocke nie wieder. Hilf mir! Oh Gott, bitte hilf mir! Na gut, betritt den Bunker. Tut mir leid! Es tut mir so leid, Leute. Ich mag Tiere. Ich mag Tiere wirklich sehr gerne. Warum läuft die Musik? Ja. Ich weiß nicht, warum die Musik läuft. Das macht mir ein bisschen Angst. Logbook-Charaktere, Vorteile. Wir haben 3 Vorteilspunkte. Wie viel brauchst du? Schlösser knacken? 6. 4. Helferauswahl. Wiederbeleben. Bin gleich da.
Das ist ja sehr interessant gemacht. Bist wieder so wiederbeleben. Hilfe! Na, schlaf schön. Ich kann nicht viel mehr einstecken. Komm hoch und weiter. Oh mein Gott, danke! Sie hat uns gerettet! Du bist eine Heldin, verdammt! Kamina, du bist eine Heldin! Heilige Scheiße, Entschuldigung. So überlebt man hier draußen. Nichts verschwenden. Aufgepasst! Wo ist dein MG? Ach komm, das ist so unfair. Das bekomme ich jetzt nicht, oder was? Okay, aber schickes Auto übrigens. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt gerade so kostenaufwendig hergestellt haben. Hoffentlich findest du was Brauchbares. Nee, weil ihre Waffen auf einmal weg sind. Prosperity. Da hat die uns mal eben gerettet, ey. Ich glaub's nicht. Krass. X Bunkerloch, ja, erledigt. Oh, Anstellungsbrief. Lieber Herr Richard, Glückwunsch. Ihre Bewerbung bei WikiBeans ist akzeptiert worden. Sie sind der allererste Späher und das ist eine Ehre. Bezahlung wird eine Mahlzeit am Tag anzurechnen auf eventuell akkumulierte Ressourcenwerte. Denken Sie daran, dass Sie mir helfen, den Traum zu verwirklichen, von dem mein Papst immer geredet hat. Ihr Beitrag zu dieser Firma ist unermesslich. Danke. Seien Sie stolz auf sich und denken Sie daran, hier bei WikiBean, hier waschen wir uns gegenseitig den Rücken. Hochachtungsvoll, Bean. Der Hallo? Businessplan. Oh Gott, so klingt meine Stimme. Over. Moment, nicht over. Ich wollte sagen, dass ich umziehen musste. Aber ich schätze, ich bin jetzt näher an dem Ort, an dem du vermutlich bist. Geh nach, Süden? Glaube ich, du findest mich schon, ganz bestimmt. Warte! Nein! Weg hier, weg hier! Das nehme ich. Jetzt sind überall böse, ich merke schon. Okay. Überall nur böse Leute. Es ist so schade, ne? Da war einfach eine gottverdammte MG, die der hatte. Gut! Der Sound ist, glaube ich, immer noch viel zu laut, ne? Ich bin noch so unsicher wegen den Soundeinstellungen, weil die Dialoge so leise sind. Das Spiel ist wieder so laut, das ist einfach kacke, sowas. Alles klar, gehen wir. So. Okay, wir gucken mal kurz. Wo ist denn hier jetzt unser Zielort?
Nee, die ist richtig cool. Müssen wir nur irgendwie aufleveln, ne? Keine Ahnung. Vorteile. Müssen wir jetzt hier irgendwas noch holen unbedingt oder können wir erst noch was abwarten? Mehr Munition, Angeln, Himmelsstürmer, Schweißbrenner, Wetterhaken. Ich würde eigentlich ganz gerne echt die 6 sparen, weil Schlösser knacken vermutlich früher oder später richtig vorteilhaft wird. Ich sehe gar nichts, ne? Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. Will die etwa sagen, dass ich nicht Auto fahren kann? Habe ich das richtig verstanden? Ich finde, wir kommen hier richtig gut durch gerade. Wow! Nein, oder? Komm schon. Okay, ich bin dabei. Papa hat mich immer gewarnt, dass ich gemütlich bin. Aber alles ist falsch. MP3-Player? Das darf ja eigentlich keine Lizenzmusik sein, oder? Audiophil, Nebenmission. Binde alle MP3-Player in Hope County. 10. Klingt wahrscheinlich wieder viel zu einfach, ne? Neuer Song für das Überlebend-Radio freigeschaltet. Hallo, Bean! Ich würde ja klatschen vor Freude, aber Papa hat immer gesagt, das machen nur Babys und Clowns und ich bin beides nicht. Weißt du noch, wie ich sagte, ich wasche dir den Rücken? Tja, ich mache jetzt meine Wikibenia-Hauptfiliale in Prosperity auf. Meine Späher sammeln Infos und ich krieg wieder neue Karten und, naja, du wirst schon sehen, mit diesem Businessplan wird Wikibenia international. So wie Papa meinte, wie es früher war. Alle werden uns helfen und spenden. Das wird super. Wir sehen uns bald in Prosperity, ja? Ja, ich kann's kaum erwarten. Dann mach's gut, bis bald. Ja, der ist ja sehr interessant Na gut, Pechsträhne abgeschlossen. Yay. Wikibenia zurück ins Leben gerufen wahrscheinlich oder so ähnlich. Okay. Okay, cool. Das hätten wir damit. Das haben wir auch. Lean, Grace, das ist dann hier Ausbruch, Story-Mission. Mike Rye. Keine Ahnung, sollen wir zu Celine, ja, oder? Celine natürlich, nicht Celine. Entschuldigung, wie konnte ich das nur vermuten, dass man es so ausspricht? Okay. Ich hab mich ein bisschen, keine Ahnung. Das ist schlimmer als echtes Autofahren, von der Sicht her. Wow, wow, wow. Mann, Bean, hör mal auf da vorne, ja? Hau mal ab hier. Zwei haben wir zumindest tot gefahren. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ist das hier Ridley Wald? Das ist die Hauptaufgabe hier. Battle Rush, Tatsache. Ja, okay, das dauert ja noch Ewigkeiten, bis wir da hingehen. Das ist ja ein ganzes Stück weit weg.
Ich hab doch gerade erst getötet.